Hey Leute, Mario, willkommen zum weiteren Video zu Survivor.io. Ich habe letzten Tage sehr viel einfach Runes und Rocket League gespammt. Und keine Sorge, Rocket League kommt auch morgen. Nur ich wollte mal wieder ein bisschen Variation reinwerfen. Ich denke, das ist auch der letzte Part zu diesem Projekt. Oh, ich habe 1000 Sachen gekriegt. Einfach weil ich glaube, dass auf die Schnelle nicht so super viel Neues hinzukommt. Und ich weiß, dass ich die Waffe wechseln kann. Aber das Kunai scheint ja recht stark zu sein. Deswegen mache ich einfach das nochmal besser. Ich habe auch im letzten Part schon einiges verbessert. Ich habe es halt nur im Video nicht gezeigt, weil ich mir dachte, dass es vielleicht nicht so super spannend ist. Wenn die Level 20 sind, sind die gemaxt oder kommt dann irgendwas Neues? Wie kriege ich denn die Effekte, wo ein Schloss dran ist? Kriegst du doch, wenn du einmal Stufe 20 erreicht hast wahrscheinlich, ne? Aber gut, machen wir mal Level 3 kaputt. Es scheint eine Spinne der Bösewicht zu sein. Im ersten Level hatten wir ja dann Zombie, dann Schmetterling und jetzt eine Spinne. Bin mir halt unsicher, ob ich noch mehr dazu machen soll. Einfach weil ich glaube, dass da halt nicht super viel hinzukommt spielerisch. Es sei denn, ihr sagt, ey, in 10, 20 Leveln kommen ganz neue Fähigkeiten rein. Dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Es gibt eine Sache, die ich mir nochmal gerne angucken möchte. Das würde ich gerne heute ein bisschen forcieren. Wenn man beide Drohnen hat und beide Drohnen gemaxt hat, fusionieren sich wohl die Drohnen miteinander. Da würde ich, glaube ich, gerne hinterhergehen. Und ich glaube, Boomerang habe ich mir auch noch nicht angeguckt auf einer hohen Stufe. Deswegen gucke ich mir jetzt einfach mal ein paar Fähigkeiten an, die ich mir vorher noch nicht angeguckt habe auf einer hohen Stufe. Oh, die Map ist klein. Die ist richtig klein. Vielleicht kriege ich es nicht im ersten Versuch hin, aber ich werde es heute schaffen, dieses Level kaputt zu machen. Aber das kann ja auch Vorteil haben, dass die Map klein ist. Kann aber auch Nachteile haben. Das Kraftfeld war nicht schlecht. Es ist so ein Pflichtkauf eigentlich. Nochmal Boomerang auf die nächste Stufe. So, dann haben wir jetzt die Drohne. Zack. Kommt nachher noch eine zweite Drohne rein. Und wenn ich beide auf dem maximalen Level habe, fusionieren die. Mir wurde gesagt, also, okay, mir wurde viel dazu gesagt. Mir wurde zum einen gesagt, es ist super stark. Mir wurde von anderen Leuten aber auch gesagt, dass es saukacke ist. Also habe ich schon so ziemlich alles zugehört, was man hören kann. Okay, das ist jetzt ein größerer Gegner. Das ist wahrscheinlich so ein Miniboss. Der droppt wahrscheinlich eine Kiste. Die Gaiwars waren stark. Die sind wahrscheinlich Pflichtkäufe. So. Was ein bisschen eklig an der Map ist, dass die Angriffe von den Wänden wegspringen. Das heißt, ich muss dauernd in Bewegung sein. Und bewegen ist nicht ganz so leicht, weil ich spiele es über einen Emulator. Und da muss ich mit der Maus steuern. Und mit der Maus ist es ein bisschen unpräzise alles. So, ich kriege 3 Verbesserungen, aber das ist gut. Das ist ein Big Jump. Was kriege ich? Boomerang wäre cool. Nice, gut. Single Target Damage. Boomerang ist cool. Nochmal Boomerang. Drohne. Ist auch gut. Ist auch gut. So, Boomerang-Schaden verdoppelt. Ich bräuchte noch was, glaube ich, was Kleinvieh extrem gut aufräumt. Ich bin mir da unsicher, ob der Boomerang das ist. Gib mal noch einen Gyros. So. Okay. Also ich finde das Spiel ja lustig. Ich habe es absichtlich übrigens seit dem letzten Part nicht gespielt. Weil ich glaube, je mehr du spielst, desto weniger Spaß macht das vielleicht, weil du jetzt umso mehr die ganzen Fähigkeiten kennst. Jetzt ein bisschen schwerer. Wähle ich entweder das, wo ich mehr Erfahrung kriege, oder die Drohne. Ich hoffe, dass die Drohne nochmal kommt irgendwann. Weil ich glaube, jetzt früh die Erfahrung zu verbessern ist gut. Weil ich kriege ja noch übertrieben viel Erfahrung. Und wenn das jetzt halt geboostet ist, wisst ihr, was ich meine? Es hat, je früher du es hast, desto größer ist der Effekt davon. Bei jeder Erfahrung 8% mehr. Ja, das ist relativ logisch. Checkt, glaube ich, wahrscheinlich jeder. Boss, jetzt schon? Nach 1,50? Was ist das denn? Ich laufe einfach jetzt um den rum. Und versuche nicht kaputt zu gehen. Was kommt denn so früh schon ein Boss? Und jetzt immer alle... Oh Gott, zum Glück ist der nicht so stark. Oder ich mache einfach sehr gut Single-Target-Damage, kann auch sein. Aber der fühlt sich nicht so stark an. Hilfe, wo kommst du denn her? Gyros, höhere Stufe. 3 Verbesserungen. Oh, was ist das denn? Krieg ich. Was heißt das? Was, krieg ich alle Verbesserungen? Wie viel kriege ich? Waren das 5 Sachen? Was passiert? Glückszug. Er hat keine Bremse dazu, die gehen wir weiter. Ah, ich krieg jetzt. Ah, ich krieg jetzt die gesamte Reihe. Meine Kunais haben einfach jetzt schon Level 5. Ich kann das schon maxen. Theoretisch. Das ist natürlich krank. Okay, andere Gegner. Ist halt Single-Target-Damage. Das heißt, gegen den nächsten Boss werde ich wahrscheinlich auch okay Schaden machen. Ich müsste also dann einen Weg finden, wie ich das Kleinvieh besser kaputt kriege. Aber gegen alles Große scheine ich okay zu sein. Angriff. Armin, ich mach mal das. Sorry, ich... Mein Leben höher. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Angriff für noch eine weitere Rakete. Dann gib mir mal... Das ist jetzt ein bisschen taktisch. Und ich ja manchmal vielleicht auch einfach 3 Angriffe angeboten kriege. Ich muss jetzt das wählen. Weil das geht ja auf die rechte Seite. Wisst ihr, was ich meine? Was mein Gedanke ist? Wir werden ja noch häufiger 3 Waffen angeboten. Und dann will ich flexibel sein. Deswegen nehme ich jetzt auch hier den Boost. Oder den Boomerang hätte ich nehmen sollen. Sorry. Habe ich sogar missklickt. Na, aber bis ich nicht die nächste Drohne habe, werde ich jetzt einfach ein bisschen wilder durcheinander wählen. Da ist die nächste Drohne. Perfekt. So.
Ruft eine Drohne-Type bei, mehr Schaden mit kürzerer Zeit machen wir. So, let's go. Du startest hier aber natürlich auch schon ultra geboostet. Ja, gut. Ey, mehr Erfahrung, mehr Erfahrung. Ich glaube, das ist ultra smart, das so zu machen. Ich habe noch ein bisschen Angst, da die Map so klein ist. Aber ich glaube, Stand jetzt bin ich recht stark. Ich glaube, da könnte schon was gehen. Nettes Spiel, nach wie vor spaßig. Kostenlos. Es scheint nicht ganz so Pay-to-Win zu sein. Es sei denn, du willst Pay-to-Win gehen. So, das ist nochmal ein größerer. Wie schnell kriege ich den kaputt? Nicht so schnell, wie es mir lieb ist, ehrlich gesagt. Obwohl der Schaden natürlich schon gut reinkickt. So. Ich könnte den Gaibus anscheinend maxen. Habe ich wieder sowas Krasses? Ich habe wieder den Zug mit 5 Verbesserungen auf einmal. Okay, ich habe entweder geisteskrank Glück oder es passiert einfach in der Runde. Kann sein, weil ich länger nicht gespielt habe, kriege ich jetzt bessere Sachen. Das Spiel sagt, ey, du hast lange nicht gespielt, wir belohnen dich jetzt extra. Dass da so eine Mechanik drin ist. So, wir haben unsere erste Fusion. Ah, nee, der Quatsch. Der Shuriken. Wurscht jetzt einfach maximal Schlag, was Single-Target-Damage angeht, ist gut. Als letzte Waffe, was wähle ich? Kraftfeld wäre nicht schlecht, um Kleinfigur zu killen. Aber ich mach mal... plus 20% Angriff. Ist saudumm, aber alles 20% mehr Schaden ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Drohne besser. So. Links unten ist eine Bombe. Ich kann die ja auch einfach nutzen, um Kleinvieh gleich noch zu killen. Das ist auch gut. Wir machen mal hier die Drohne nochmal besser. Bei 5 Minuten kommt halt irgendwas. Ich habe Angst vor dem, was kommt, aber ich hoffe, es kommt nichts Krasses. Aber ich fühle mich saustark geskillt. Ich hatte halt ultra Glück, dass halt dreimal so ein insaner Zug gekommen ist. By the way, falls ihr neu seid, ihr dürft auch mal gerne ein Abo da lassen und die Hälfte dazu schaffen diesem Video. Haben wir uns abonniert. Wir machen mal noch mehr Erfahrung. 24% mehr Erfahrung. Ja, es geht nicht. Oh, Boss. Jetzt ein Boss bei 4 Minuten. Wer wird das sein? Sollen wir mal alle Erfahrung. Okay, der ist jetzt chillig. Der ist jetzt chillig. Oh, Blitze. Sorry, ich will Blitze. Das war ich beim letzten Mal insane stark. Ja, den werden wir kalt machen. Oh, warte, passiert irgendwas. Ich könnte jetzt den Boomerang... Ich mach mal das mit dem Boomerang. Weil den Boomerang haben wir ja auch bald gemaxt. Drohne da, wisst ihr, so. So, der ist down. Ich sammle mir, glaube ich, erst die Kiste ein. Ups, Magnet eingesammelt. Jetzt nur 3 Sachen, aber 3 ist auch stark. Aber letztes Mal war 3 das Beste, was ich hatte. Aber wie viele Bosse kommen denn? Schaden geboostet, das geboostet. Okay. Ich mach 40% mehr Schaden. Jo, Erfahrung kickt. Dann machen wir da Stufe 5. Ja, das ganze Kleinvieh da geht kaputt. Ich gehe trotzdem mal so ein bisschen Richtung Bombe. Nur um sicher zu... Oh. Ich wollte die Original nicht einsammeln. Ich wollte nur in die Nähe gehen. Okay, wir machen mal... Das hier, theoretisch. Das ist stupid. Ich hätte den Boomerang wahrscheinlich wählen sollen. Wir machen jetzt nochmal hier Stufe 5. Sonst habe ich beide Drohnen auf Stufe 5. Das heißt, wir müssten doch gleich die Fusion angeboten werden, oder? Ich habe doch beide auf Stufe 5. Oder habe ich irgendwas verpasst? So, Max Leben. Wir machen mal Boomerang höher. Leute, wenn ich könnte, meine nächste Fusion anpeilen. So, ja. Okay, wenn wir jetzt das... Also, Chance ist hoch, dass wir in der nächsten Runde der ultimative Boomerang angeboten wird. Also, bipolare Umkehrung. Heißt das, der kommt zurück, wenn ich den werfe? Nein, der ist einfach riesig, hä? Doch, es fliegt so um mich rum. Ich spawn das und das fliegt dann in so einer Kreisbewegung, die immer größer wird um die gesamte Map. Ist das stark überhaupt? Ich bin mir unsicher, ob das stark ist, ehrlich gesagt. So, wir machen hier die Blitze besser. Aber ich fühle mich gerade sehr, sehr overpowered, ehrlich gesagt. Ich werde richtig krass gehumbelt werden gleich. Aber Stand jetzt fühle ich mich gerade sehr, sehr stark. Da, die Drohne. Das ist die perfekte Drohne. Der Zerstörer. Göttliche Gerechtigkeit. Let's go. Yo. Okay, sie verschließt einfach 200.000 Raketen auf einmal. Und es wird auch nicht weniger. Das sieht auch nach gutem Single-Tag-Damage aus. Habe ich da gerade einen Miniboss gekillt in der Sekunde, wo er gespawnt ist? Weil ich habe keine Kiste gesehen. Ja, ne? Ich glaube, wir sind geisteskrank überpowered. Ist aber so eine Vermutung von mir. Der Schaden von allen ist ja auch jetzt wirklich um 50% geboostet, glaube ich nochmal, ne? Ja, nochmal mehr Erfahrung. Ja, der Schaden ist um 50% geboostet von allen. Ich sammle Erfahrung viel weiter ein, mit einer größeren Distanz. Ich habe noch Platz für eine Waffe. Es muss aber der Bohrer sein, weil ich habe den Bohrer schon 2-mal geskillt. Also ich kann natürlich auch kaputt gehen, da ist der Bohrer. Aber ich fühle mich gerade relativ stark, ehrlich gesagt. Wir sind halt gerade mal 5 Minuten drin, aber ich fühle mich heftig, muss ich ehrlicherweise sagen.
Item Plünderungsrate. Mach mal mehr Erfahrung. So, 40% mehr Erfahrung für alles, was ich einsammle. Und ich sammle mit extremer Reichweite alles ein. Das ist vielleicht mein bester Lauf. Auf all time. Ich fühle mich sehr, sehr heftig. Ich meine, eine Runde geht 15 Minuten. Ich bin jetzt 5 Minuten drin. Und ich habe fast schon die Fähigkeiten gemaxt, die ich maxen wollte. Das ist halt krass mit der Erfahrung. Da hatte ich echt Glück, dass ich so früh die ganzen Erfahrungsboosts gekriegt habe. Nochmal mehr Leben. Ich werde bestimmt nochmal irgendwas kassieren. Die Einsammelreichweite ist halt saucool so. Jetzt kommt wieder ein Boss. Kommt wirklich alle 2 Minuten ein Boss. Der muss aber schnell kaputt gehen, hoffentlich. Was ist das denn? Das ist einfach so eine Stachelspinne. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er? Da. Der verschießt Energiewelle. Er ist aber tot. Er ist aber tot. Da unten ist noch so ein Miniboss. Ich bin zu heftig. Ich habe ihn gar nicht richtig gesehen. Wahrscheinlich habe ich einfach 1000 Phasen übersprungen. Mein Schaden ist zu krass. Ich bin zu overpowered für diese Runde. Was machen wir jetzt? Mehr Leben. Und alle Angriffe kommen schneller raus. Miniboss, wie schnell gehst du kaputt? Er lebt lange. Immer noch eine Verbesserung. Bora, können wir gleich maxen noch eine Verbesserung? Aber es ist auch wirklich eine leichte Map, glaube ich. Dass die so klein ist, macht halt, dass du alles angreifen kannst, gerade die ganze Zeit. Also den Gyros habe ich auch noch nicht richtig verbessert, oder? Da kam jetzt ja auch ewig nichts mehr. Habe ich denn eine Sackgasse gemacht? Ja, ne? Kann ich wahrscheinlich gar nicht maxen. Da habe ich mir, glaube ich, eine Sackgasse erschaffen. Hoppala. Okay, machen wir mal da. Vielleicht bin ich nicht stark genug, ne? Vielleicht habe ich mich irgendwo verskillt. Man muss ja auch sagen, die Drohne ist vielleicht auch ein Handicap. Weil es nimmt 2 Angriffsspots weg. Und ich glaube, das ist nichts. Also, ist die so gut, dass sie rechtfertigt, 2 Angriffsspots wegzunehmen, ist die Frage. Und da bin ich mir halt unsicher. Wir machen mal die Blitze besser. Hätte ich schon viel früher machen können. Habe ich ein bisschen verpeilt. Da müsste gleich noch ein Boss kommen, ne? In einer Minute. Jetzt! Okay, krass. Was ist das denn? Fallschuss. Für welche Waffe soll das sein? Für den Bora wahrscheinlich, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte. Ich bin eine Maus verloren, bin stehen geblieben. Oh, ich muss meinen Laufspeed erhöhen. Kann ich, glaube ich, aber nicht mehr. Das ist ja sauknapp mit dem Speed, den ich aktuell habe. Das ist ja viel zu knapp. Zum Glück ist mein Schaden insane, aber das ist ein Problem. Okay, das skippe ich sogar das. Okay, jetzt kommen fliegende Sachen. Noch eine Verbesserung, klar, gönn mir. Nope. Also wenn es jetzt so weitergeht, wird mich nachher irgendein Boss killen. Ich glaube, dass ich mein Laufspeed nicht erhöht habe. Das kann ein riesen Handicap sein, also ich kann jetzt halt original stehen bleiben gegen... Ich glaube, es sind halt Nahkämpfer. Gegen Nahkämpfer kann ich stehen bleiben. Aber ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, wenn ich gegen letzten Boss oder generell jetzt gegen den nächsten Boss, wenn ich viel ausweichen muss, kacke. Und die jetzt geben gar nicht so viel Erfahrung, die Fliegeviecher. Wieder ein Boss... Okay, jetzt kommt einfach gefühlt jede Minute ein Boss. Was bist du? Was bist du? Schneller Boss? Ich kann aber wirklich nicht sagen, was das sein soll. Es klingt saulaut, dieser Blitzangriff, den er macht. Ist doch er, der den Blitzangriff macht. Das bin ich nicht, ne? Relativ leichten Angriffen auszuweichen. Ich laufe nämlich einfach nur und weiche mit Glück aus. So, da muss ich nicht viel Gehen einsetzen. Aber er ist jetzt down, ne? Ja. Sorry, Großer. Das war's? Es geht nur 8 Minuten, das hier. Ist wieder ein Zombie-Level freigespielt. Tagesrabatt entsperrt. Ich denke, besser wird's nicht, ehrlich gesagt. Es geht jetzt halt wieder mit einer Rotation los, wo Zombies kommen. Also ich spiele das Spiel bestimmt nochmal, wenn ihr sagt, ey, ab Level 20 kommen neue Fähigkeiten. Dann gucke ich mir das nochmal an. Aber ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, alle Fähigkeiten einmal in der fusionierten Stufe gesehen. Bei den Drohnen muss ich sagen, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Aber es hat ja wohl guten Schaden gemacht. Aber auf jeden Fall so als Zeitprojekt lustig. Gucke ich mir vielleicht irgendwann nochmal an. Ne, aber das hängt dann wahrscheinlich echt von eurem Interesse ab. Als Zeitprojekt würde ich gerne beim nächsten Mal nochmal Brutato bringen, weil das habe ich ein bisschen trainiert. Ich bin ja ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt Gefahr 4 freigespielt. Wenn mein nächstes Video dazu kommt, werde ich bei Gefahr 5 sein. Ich habe ein bisschen geübt, ein bisschen gelernt, weil das letzte Video hat mich frustriert. Da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin, Leute. Und ciao.